Hier drüben! Der kommt von hier! Wofür bezahle ich euch? Ihr nehmt alles auseinander! Was ist passiert? Ein gottverdammter Zug! Thank you.
du mich umbringst, wird mein Bruder alles vernichten, was dir lieb ist. Los! Bringen wir's zu Ende! Du hast mich nur angeschossen, du Arschloch! Glaubst du ernsthaft, dass du mich töten kannst? Was habe ich dir gesagt? Niemand kann mir was. So viel Glück hast du nicht, Bastard. Warte, nein. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihre. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat, der Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Und dann durchsiebt ihr ihn. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Endlich. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute? Scheiße. Viel Glück, Leute.
weiß nicht, wie lange Theaterstücke so dauern, aber es wird spät. Wir haben nicht die ganze Nacht. Los! Viel Glück, Tom. Dieser Dreckskerl Morello soll qualvoll sterben. Überlass das mir, Vin. Werde ich. Und wir haben schon so viele gute Leute verloren. Gib auf dich Acht, ja? Drück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie, endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitz nur wie verrückt. Siehst übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ich sehe ihn! Heiz ihn ein! Los! Los! Hinterher! Häng dich ran, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alle seine Jungs mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Erst sind seine Leute dran. Und dann er selbst. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Thank you.
Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Da sind noch mehr seiner Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Gesellschaft! Ich sehe sie! Verdammt! Seid ihr okay? Ja, nichts passiert! Nur etwas Glas in den Haaren lässt sich leicht rauskämmen! Wir leben zu Fuß! Los, Bewegung! Ihr müsst
Los, Tom! Morello muss in der Nähe sein! Langsam! Zieh uns hoch! Er will starten! Zähl auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Das funktioniert nicht! Es muss klappen! Er ist in einem Scheißflugzeug! Hör auf und lass mich! Noch ist er nicht weg! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin. Und jetzt müssen wir einen Flieger erwischen. Okay, das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle. Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft. Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet. Wir sind ihm auf den Fersen. Geht er runter? Ja. Ja, geht er. Schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Das ist tot, er weiß es nur noch nicht. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Kommt schon. Hauen wir ab.
Wir sehen uns im Jenseits, Marco.